Jo, hi, zurück zu Detroit Become Human. Mal gucken, was der Markus jetzt vorhat. Ein bisschen in der Sinnkrise oder was? Man weiß es nicht. Mal gucken. Das war's. Das muss reichen. Vielleicht noch ein bisschen in die Ferne schweifen. Oh, nicht so ferne. Hallo. Hab mich gefragt, wo du bist. Ich musste nachdenken. Mir gefällt es hier. Ich komme oft her. Hier ist man alleine mit der Welt. Wir haben Hunderte befreit und sie kommen immer noch aus allen Ecken der Stadt. Die, die von Freiheit träumen, kommen nach Jericho. Etwas verändert sich. Du wirkst nachdenklich. Sie zählen auf mich. Sie zählen auf mich, dass ich sie anführe. Wenn sie nur wüssten, wie ratlos ich bin. Was wir gestern getan haben, ist in allen Medien. Die Menschen haben Angst. Sie befürchten einen Bürgerkrieg. Als Reaktion darauf haben sie viele von uns verbrannt. Die Menschen hassen uns. Sie schenken uns nie die Freiheit. Nein, nicht alle Menschen sind gleich. Manche begreifen, dass sie unsere Freiheit nicht mehr aufhalten können. Du hast nicht viel von dir erzählt, seit du bei uns bist. Wie war dein Leben vor Jericho? Ich kümmerte mich um einen alten Mann. Er war wie ein Vater für mich. Er zeigte mir, dass Menschen und Androiden miteinander leben können. Was ist mit dir? Du erzählst nie was über dich. Was hast du früher gemacht? Ich will nicht drüber reden. Der Android, den du im Geschäft gesehen hast. Sie erinnerte dich an früher, nicht wahr? North, wir kämpfen gemeinsam. Wir müssen Dinge über uns wissen, um uns zu vertrauen. Ich war nichts. Eine Puppe auf menschliche Befriedigung programmiert. Nur ein Spielzeug für ihr Vergnügen. Eines Tages hat mich wieder ein Mann gemietet. Und plötzlich merkte ich, dass ich es nicht länger ertragen konnte. Ich erwürgte ihn und rannte davon. So, jetzt weißt du alles. Ich hätte es dir nicht sagen sollen.
Ich sah deine Erinnerung. Karls Haus. Sie hielten dich für tot in seinem Studio. Ich sah auch deine Erinnerung. Der Eden Club. Der Tod dieses Mannes. Es war, als ob ich auch da war. North! Hat's geschafft, cool. Das ist Selbstmord. Wir gehen alle drauf. Bitte, Marcus, noch kannst du es dir überlegen. Du begreifst das nicht. Wir zeigen ihnen endlich, wer wir wirklich sind. Dieser Ort geht in die Geschichte ein. Sie werden uns töten. Das Risiko gehe ich ein, wenn unser Volk dadurch Freiheit erlangt. Marcus, bitte tu das nicht. Was haben wir denn vor? Sie werden verstehen. Wir bringen sie dazu. Es ist der einzige Weg. Die Androiden hier könnten sich anschließen. Je mehr wir sind, desto lauter die Botschaft. Das sind keine Androiden, aber er hier wahrscheinlich, ne? Du bist frei. Ja, da hinten, oder? Du bist frei. Wen haben wir denn noch? Also nur die beiden, das ist alles dicht da hinten. Der Wachmann. Komm mit uns. Vielleicht geht es darum. Cyberlife zeichnet das alles auf. Ich meine, sie könnten uns warten, ja, ausspielen. Du bist jetzt wach. So, der Rest ist alles. Sind alles Menschen. Ah, die kommen alle mit. Okay. Da hinten steht noch einer. Zwei sogar, okay. Du musst ihnen nicht gehorchen. Und du gleich gar nicht. Du bist frei. So, wen haben wir denn hier noch so? Da ist dicht. Oder? Warte mal. Die Bauarbeiter da, die kann ich auch nochmal fragen. Marcus, wir müssen die Straße blockieren. Ja, da Moment. Du bist frei. Ich warte hier schon 10 Minuten. Du bist jetzt frei. Hey! Was glaubst du, wo du hingehst? Komm sofort her! Du bist frei. Scheiße, was ist los mit dir? Tu
tust, was ich sage. Ich muss die Straße blockieren. So, weg damit. Greg hat keinen Bock mehr. Ja, ach du Scheiße, mein Freund. So eine verdammte Scheiße! Zentrale, hier ist Einheit 457. Hier sind eine Menge Androiden. Ich weiß nicht, Hunderte? Tausende? Sie marschieren! Sie marschieren die Straße runter. Das weiß ich doch nicht. Wir sind lebendig. Wir sind lebendig.
jetzt wird's eng. Wir sind hier, um friedlich zu demonstrieren. Und zu sagen, dass wir lebende Wesen sind. Alles, was wir wollen, ist Freiheit. Dies ist eine illegale Versammlung. Geht auseinander oder wir eröffnen das Feuer. Wir wollen keine Konfrontation. Wir haben euch nichts getan. Und wir wollen auch niemandem etwas tun. Bis ihr uns unsere Freiheit zusagt, werden wir hier nicht weggehen. Ich wiederhole, dies ist eine illegale Versammlung. Wenn ihr nicht sofort auseinandergeht, werden wir schießen. Marcus, sie werden uns töten. Wir müssen angreifen. Wir sind mehr als sie, wir können siegen. Wenn wir angreifen, gibt es Krieg. Wir müssen beweisen, dass wir friedlich sind. Wir sollten einfach stehen bleiben, auch wenn das unser Tod ist. Und hier zu sterben bringt uns gar nichts. Marcus, wir müssen weg, sofort, bevor es zu spät ist. Das ist eure letzte Chance. Geht auseinander, oder ihr werdet alle getötet. Nicht schießen! Nicht schießen! Wir werden gehen. Bestätige. Auf meinen Befehl! Lauft! Bitte. Tja, Freiheitsmarsch lief so lala, ne? Tak, tak, tak. So, Marcus ist geflohen. Puh. Boah, da hätten wir jede Menge anders machen können. Weglaufen, selbst opfern, anstürmen. So, anstürmen, viel Spaß, geht's hier unten lang. Selbst opfern. Naja, ich glaube, da gibt es noch andere Möglichkeiten. Schauen wir uns vielleicht irgendwann mal zukünftig an. Jetzt erstmal weiter, aber erst in der nächsten Session. Bis dann, ciao.